Magie spielte in praktisch jeder Kultur eine gewisse Rolle und war für viele eine Methode, um mit den übernatürlichen Problemen und Gefahren, die man sich vorstellte, umzugehen. Magie war aber auch oft etwas, das unheimlich und gefährlich wirkte. Und so ist es auch mit so manchen Göttern, die mit Magie verbunden werden. In der griechischen Mythologie ist es Hekate, die als unheimliche Göttin der Magie erscheint. Heute ist sie auch vor allem dafür bekannt. Als Dreifachgöttin der Magie, als düstere Herrin der Nacht und der Hexen, von der es oft heißt, dass sie in ihrer Dreifachform den Zyklus des Mondes und des Lebens darstellt, als Mädchen, Mutter und alte Frau. Und eben um diese dunkle Göttin der Magie geht es in diesem Video zur griechischen Mythologie. Wir erkunden die Eigenschaften und Kräfte von Hekate, ihre Rollen in Mythen und Sagen und wie sich diese Göttin entwickelte und zur Dreifachgöttin der Hexen, des Mondes und des Lebenszyklus heute wurde. Bevor wir aber zum Thema dieses Videos kommen, will ich erst noch meinen Patrons danken, die meinen Kanal und meine Videos stets direkt unterstützen. Ihr macht es möglich, dass ich mir stets die besten Quellen für meine Videos besorgen und mir die Zeit für meine Recherchen nehmen kann, die das Herz meiner Videos bilden. Ohne euch wäre das so nicht möglich. Und dafür danke. Wer meine Videos und meinen Kanal ebenfalls direkt unterstützen will, findet den Link dazu in der Videobeschreibung und im gepinnten Kommentar. Und nun kommen wir zu Hekate, der dunklen Göttin der Magie in der griechischen Mythologie. Hekate war für die antiken Griechen eine düstere und unheimliche Göttin, aber zugleich auch ehrwürdig und mächtig. Sie war eine Göttin der Magie und der Nacht, eine Schutzpatronin von Hexen und Zauberern. Speziell über Geister und Nekromantie soll sie Macht haben. Noch dazu war Hekate in der Unterwelt zu Hause und damit eben auch eine Göttin des Totenreichs. Diese Aspekte machten sie zu einer für die Griechen unheimlichen und erschreckenden Göttin. Magie wurde im antiken Griechenland als etwas ganz Reales gesehen, aber auch als etwas Unheimliches, Fremdes und eher Unschönes. Selbst mit an sich positiver und hilfreicher Magie verbanden die Griechen etwas Unschickliches und eher Unethisches. Aber noch schlimmer war für sie, dass viele Arten von Magie auch gefährlich und zerstörerisch sein konnten. Eine Art der Magie war die Nekromantie, was das wörtliche Beschwören der Toten aus dem Hades beschreibt. Fast immer mit dem Ziel, diese zu befragen und Orakel zu erhalten. Ein solches nekromantisches Ritual führt zum Beispiel auch Odysseus in seiner Reise durch. Eine andere Art der Magie für die Griechen war dann die Pharmakeia, die Nutzung von Kräutern, denen übernatürliche Wirkung zugesprochen wurde, aber auch die Nutzung von Giften und Zaubertränken. Auch das Wort Magie an sich stammt aus dem Griechischen und wurde ursprünglich als Name für die Magos verwendet, die zoroastrischen Priester aus Persien. Und damit wurde Magie auch schon stets von den Griechen mit fremden Ritualen verbunden. Die Einstellung vor allem der gebildeten Griechen zeigt sich besonders gut mit Platon, der in den Nomoi erklärt, dass es viele Leute gibt, die Magie einsetzen, aber auch klar auf diese Praktiken herabschaut. Für ihn sind sie im besten Fall sozial unschicklich und trügerisch und im schlimmsten Fall gehören sie verboten. Hekate war damit eine Göttin, die über unheimliche und fremdartige und potenziell gefährliche Praktiken herrschte. Die Verbindung zur Magie führte auch dazu, dass sie mit der Nacht und dem Mond verbunden wurde. Der Mond spielte im magischen Glauben der Griechen häufig eine wichtige Rolle und damit war der Mond ebenfalls eine passende Domäne für eine Göttin der Magie. Und die Nacht als Ort für die unheimliche Hekate und ihre düsteren Rituale ebenso passend. Begleitet wurde Hekate auch von schrecklichen Dienern. Mit ihr kommen, so glaubte man, oft eine ganze Schar von Geistern und die Lampaden, die Nymphen der Unterwelt. Dazu auch noch Tiere, die oft als unheimlich gesehen wurden. Schwarze Hunde begleiten sie und es heißt, dass das Bellen von Hunden in der Nacht Hekates Kommen ankündigt. Manche dieser Hunde sollen dabei direkt aus der Unterwelt mit ihr aufsteigen. Auch Schlangen werden oft mit ihr beschrieben, die sie in den Händen hält oder die sie bekränzten. Und dazu auch noch das Wiesel, das als besonders trügerisches und magisches Tier galt. Mit diesen Wesen, heißt es, zieht sie oft in der Nacht umher
und Hekate wird auch die Nachtwanderin und eine Königin der Geister genannt. Hekates Macht erstreckt sich dabei weit und sie soll über Erde, Meer und Himmel Einfluss und Herrschaft haben. Aber nicht alles an ihr ist schrecklich. Wie die meisten Gottheiten der Unterwelt wurde auch sie mit Fruchtbarkeit und Reichtum assoziiert. Schon Hesiod schrieb, dass jeder, vom Bauern und Fischer bis hin zum Krieger und Athleten, von Hekate mit Gunst und Wohlstand beschenkt werden kann, wenn man die Göttin ausreichend ehrt. Als Göttin von unheimlicher Magie, Geistern und Hexen konnte Hekate natürlich auch vor diesen beschützen und dafür sorgen, dass weder böse Geister noch Flüche oder Gifte Schaden anrichten. Dazu tragen Hekate und ihre Lamparden Fackeln mit sich, mit denen sie die Dunkelheit der Nacht auch vertreiben können und Reisende sicher führen. Besonders stark drückt sich dieses Motiv mit Hekates letzter Rolle aus. Sie war eine Göttin der Kreuzungen und des Übertritts. So wurden Schreine für sie besonders an Kreuzungen erbaut und dort wurde sie besonders verehrt. Sie wacht damit gerade über jene Momente, wenn auf einer Reise ein neuer Weg eingeschlagen und eine Grenze übertreten wird. Diese Momente waren es, die als besonders unsicher und wichtig gesehen wurden. Hier beschützt zu werden, war damit eine wichtige Sache. Viele dieser Rollen von Hekate, als Göttin der Magie, der Geister, der Nacht, des Mondes, der Kreuzungen und des Übertritts, spiegeln sich auch in den typischen Attributen und Darstellungen der Göttin wider. Meistens wird sie so mit Fackeln in einer oder sogar beiden Händen gezeigt. Manchmal auch mit einem Schlüssel, der ebenfalls Übertritt symbolisieren kann. Und mit ihr sind oft Hunde dargestellt, die stark als Tiere der Unterwelt galten, und eben Wiesel, die als besonders magisch, aber auch trügerisch gesehen wurden. Der auffälligste und gerade heute bedeutendste Aspekt von Hekates Erscheinung ist aber, dass sie häufig mit drei Gesichtern, drei Köpfen oder sogar drei Körpern dargestellt wurde. Besonders bei Statuen und Schreinen von Hekate taucht diese Form der Dreifachgöttin fast immer auf. Was es mit dieser Form auf sich hat und wie sich diese über die Zeit entwickelte, erkunden wir aber noch am Ende des Videos. Zunächst soll es um Hekates Rolle in den Mythen und Sagen der Antike gehen. Zum ersten Mal beschrieben wurde Hekate in Hesiods Theogonie und darin heißt es, dass Hekate eine Titanin war. Sie war die Tochter der Titanen Perses und Asteria. Und als der Krieg der Titanen und Olympia ausbrach, war Hekate auf der Seite von Zeus. Einige spätere Quellen nennen aber auch andere Eltern für Hekate, wie zum Beispiel Asteria und Zeus. Hesiod aber schreibt weiter, dass Zeus Hekate besonders ehrte. Er schenkte ihr viele Gaben und einen Teil der Herrschaft über Land, Meer und Himmel, der ihr Geburtsrecht war. Zeus versuchte auch nie, ihr die Stellung streitig zu machen oder gegen sie zu kämpfen. Und so hatte Hekate auch nach dem Krieg gegen die Titanen die gleiche Macht und Stellung wie zuvor. Und Hesiod schreibt eben auch, dass Hekate für Verehrung und Opfergaben jedem Menschen große Gunst zuteil werden lassen kann. Von Kriegern, denen sie Sieg im Kampf gibt, über Athleten, denen sie Stärke und Schnelligkeit verleiht, bis hin zu Fischern, denen sie ebenso wie Poseidon reichen Fang bescheren kann. Auf gewisse Weise konnte Hekate damit eine Göttin für jedermann sein. Weitere Familienverbindungen hat Hekate dann in den Mythen meistens nicht. Fast immer wird sie als das einzige Kind ihrer titanischen Eltern dargestellt. Und in den meisten Quellen wird betont, dass Hekate eine jungfräuliche Göttin ist. In der Argonautika aber wird beschrieben, dass sie die Mutter des Seeungeheuers Skylla sein soll. Und Diodor von Sizilien schrieb, dass Circe und Medea ihre Töchter sein sollen. Damit wären die vielleicht berühmtesten Zauberinnen der griechischen Mythologie die Töchter dieser Göttin. Und eben weil Hekate die Göttin der Magie war, könnte Diodor auch diese beiden Frauen als Hekates Töchter gesehen haben. Denn meistens werden sie nicht als Töchter von Hekate dargestellt. Als Göttin der Unterwelt und der Reisenden wurde sie aber wiederum auch manchmal als Partnerin von Hermes verstanden. Dies aber meist in nur relativ späten Quellen. In den meisten Darstellungen von Hekate und in den meisten Quellen steht sie vielmehr allein.
In den weiteren Mythen und Sagen spielt die Karte dann aber auch nie wirklich eine Hauptrolle. Kein Mythos handelt von ihr direkt, aber sie taucht häufig als eine wichtige Nebenfigur auf. So zum Beispiel in der homerischen Hymne an Demeter und der Geschichte von Persephones Entführung. Als Demeter so nach ihrer verschwundenen Tochter suchte, war es Hekate, die ihr als erste zu Hilfe kam. Sie hatte Persephones Schreie gehört, als sie von Hades entführt worden war, und sie half Demeter dann auch auf der Suche. Hekate begleitete die Göttin mit ihren Fackeln auf der Suche über die Welt. Und als am Ende der Geschichte dann Persephone und Demeter wieder vereint wurden, kam Hekate zu ihnen und umarmte sie beide. Von da an, so heißt es in der Hymne auch noch, soll Hekate in der Unterwelt eine Gefährtin für Persephone gewesen sein. Ein weiteres Mal in einem Kampf der Götter erschien Hekate dann im Kampf gegen die Giganten. In der Gigantomachie steht sie auf der Seite der Götter und mit ihren Fackeln besiegte sie den Giganten Clytius. Betont wird Hekates Rolle als Göttin der Magie dann durch ihre Rolle in Verbindung mit berühmten Magierinnen der Mythologie, ganz besonders in Verbindung mit Medea. In der Argonautika heißt es so, dass Medea eine Priesterin von Hekate war und dadurch ihre magischen Kräfte und ihr Wissen über Gifte, Kräuter und Zaubertränke hatte. Stets soll Medea so im Tempel von Hekate beschäftigt gewesen sein und von ihr all ihr Wissen bekommen haben. Im Verlauf der Argonautika stellte Medea dann für Jason einen Trank aus einer Pflanze her, die aus dem Blut von Prometheus gewachsen war. Und dieser Trank sollte den Helden unverwundbar machen. In jedem Schritt aber war auch Hekate von Bedeutung. Schon bei der Herstellung des Trankes war so ein Ritual für die Göttin nötig. 7-mal badete Medea in einer Quelle. Dann beschwor sie Hekate 7-mal, die als die schreckliche Königin der Toten, gekleidet in der dichten Finsternis der Nacht, beschrieben wird. Und dann konnte Medea den Saft der Pflanze in einer Muschelschale sammeln und daraus den Trank machen. Und damit dieser Trank dann auch wirkte, brauchte Jason die Gunst der Göttin. Auch er musste ein nächtliches Ritual für Hekate durchführen, was schwieriger war, als es klingt. Um die Göttin zu rufen, sollte auch Jason zunächst in einer Quelle baden und sich gründlich säubern. Dann sollte er sich ganz in Schwarz kleiden und niemand durfte ihn dabei sehen. Dann sollte er eine Grube ausheben und ein Schaf darüber ausbluten lassen. Den Körper des Tieres sollte er dann am Rand der blutgefüllten Grube verbrennen. Als nächstes erforderte das Ritual für Hekate dann ein Trankopfer aus Honig, und dass Jason nach der Göttin rief. Dann aber sollte er sich umdrehen und den Ort des Rituals verlassen, ohne zurückzuschauen. Denn tat er das, würde es seinen Untergang bedeuten. Als Jason diese Anweisungen von Medea ausführte, hörte er das Bellen von Hunden, das Schreien der Nymphen und fühlte die Erde zittern, als Hekate sich aus der Unterwelt näherte. Sie war umhüllt von Dunkelheit und trug einen Kranz aus Schlangen und Eichenholz, und ihr Gefolge war wild. Jason wurde von schrecklicher Angst ergriffen, aber er drehte sich nicht um und ging, wie Medea es ihm aufgetragen hatte, ohne einen Blick zurück, ruhig fort. Jason gewann somit Erfolg, die Gunst der Göttin der Magie, und Medeas Trank machte ihn unverwundbar, womit er seine Mission auch erfolgreich durchführen konnte. Auch in der weiteren Sage nutzt Medea dann immer wieder ihre Tränke und ihre Zauber, um Jason zu helfen. Und damit ist die Macht von Hekate in der Argonautika fast stets präsent. Ohne die Magie der Göttin hätte der Held auf jeden Fall versagt. Und die Argonautika liefert uns damit ein detailliertes und beeindruckendes Beispiel, wie sich griechische Autoren die Rituale von Hexen für Hekate vorstellten. Und zum Schluss gibt es auch noch jeweils Mythen dazu, wie Hekate zu ihren tierischen Begleitern kam. 2 Mythen erklären so, wie das Wiesel zu einer Begleiterin von Hekate wurde. Die erste Geschichte besagt, dass das Wiesel einst eine Frau namens Galinthias war, eine Dienerin von Alkmene, der Mutter von Herakles. Und als Alkmene gerade den zukünftigen Helden zur Welt brachte, wollte Hera das nicht zulassen. Sie befahl Eilithyia, der Göttin der Geburten, die Wehen von Alkmene hinauszuzögern und die Geburt so schwer wie möglich zu machen.
Auf diese Weise wollte Hera Alkmene leiden lassen und Herakles' Geburt verhindern. Galinthias konnte die Qualen ihrer Herrin und Freundin nicht mit ansehen und rief daher die Mäuren und Elitaia an. Die Dienerin konnte sie dazu bewegen, die Geburt zuzulassen, indem sie meinte, dass Zeus ihr offenbart hätte, dass er die Geburt persönlich befahl. Aus irgendeinem Grund glaubten ihr die Göttinnen das sofort. Als sie aber dann sahen, dass sie betrogen worden waren, verwandelten sie Galinthias in ein Wiesel, das als besonders trügerisch galt. Hekate hatte nun aber von der Sache gehört und sie hatte Mitleid mit der Frau und so entschied die Göttin, die verwandelte Galinthias bei sich aufzunehmen und sie als Wiesel zu adoptieren. Eine zweite Erklärung für das Wiesel ist, dass es einst eine Frau namens Skale war. Sie verkaufte Zaubertränke und Gifte und war damit nach dem Verständnis der antiken Griechen eine Hexe. Auf nicht näher beschriebene Weise soll sich Skale aber die Wut von Hekate zugezogen haben, die daraufhin die Hexe in einen Wiesel verwandelte und sie dazu zwang, ihre Dienerin zu werden. Und der große schwarze Hund, der oft als Begleiter von Hekate gezeigt wird, soll dann auch noch eine Frau sein, und zwar keine andere als Hekabe, die Königin von Troja. Als die Stadt fiel, wurde sie als Beute an Odysseus gegeben. Während der Rückfahrt, als Odysseus gerade bei einem thrakischen König zu Gast war, schaffte Hekabe es, den König zu ermorden, und dafür wurde sie als Strafe der Götter zu einem Hund mit glühenden Augen gemacht. Und als ein solcher Hund kam sie dann bei Hekate unter. In anderen Versionen, wie etwa bei Ovid, ist der Zeitpunkt und Grund der Verwandlung ein anderer, aber stets wird Hekabe zum schwarzen Hund und zum Teil von Hekates Gefolge. Verehrt wurde Hekate nun, trotz der dunklen und unheimlichen Aura, die sie umgibt, an so manchen Orten im antiken Griechenland. Sie war zwar nie so wichtig wie Zeus, Poseidon oder ähnliche Olympier, aber Schreine und Statuen für Hekate fanden sich praktisch in jedem Teil von Griechenland. Ursprünglich aber, so wird vermutet, war Hekate keine einheimische Göttin. So gibt es die Vermutung, dass Hekate ursprünglich eine Göttin aus Anatolien oder aus Ägypten war und von dort durch die Griechen übernommen wurde. Als Argument für die Herkunft aus Ägypten wird meistens angeführt, dass Ägypten als ein Ort gesehen wurde, wo es besonders viel Magie und Zauberer gab. Es war in der Antike eine Art Zentrum der Zauberei. Dazu ist der Name Hekate sehr ähnlich zum ägyptischen Wort für Magie, Heka, was zugleich auch der Name des Gottes der Magie und Medizin war. Es könnte daher sein, dass die Griechen Heka von den Ägyptern übernahmen, aber dabei aus dem männlichen Heka die weibliche Hekate wurde. Ein Grund für diese Änderung des Geschlechts könnte dabei sein, dass die Griechen viele Formen der Magie eben eher mit Frauen assoziierten. In Anatolien dagegen weisen viele Ortsnamen und auch historische Aufzeichnungen darauf hin, dass Hekate dort besonders stark verehrt wurde. Daher wird vermutet, dass hier eigentlich ihr Kult begann und sich dann erst nach Griechenland verbreitete, wo sie weniger stark verehrt wurde als in Anatolien. In der griechischen Mythologie dagegen erscheint Hekate etwas außerhalb zu stehen. Sie ist oft eine Göttin von Fremden, wie zum Beispiel Medea, und Magie war ja auch etwas, das die Griechen gerade mit den Kulten anderer Kulturen verbanden. Es würde daher Sinn machen, dass eine fremde Göttin, deren Kult sich in Griechenland verbreitete, zur zentralen Göttin der Magie, also von etwas Fremdem, wird. Mit der Herkunft von außen, egal ob aus Ägypten oder Anatolien, wird zum Teil auch Hekates häufige Erscheinung als Dreifachgöttin erklärt. Auf vielen Statuen und Stelen ist sie so mit drei Gesichtern oder sogar drei Körpern abgebildet. Und ein Vorschlag als Erklärung ist dafür, dass sie mit anderen bereits in Griechenland bekannten Göttinnen verglichen und zusammengeworfen wurde, als sich ihr Kult hier ausbreitete. In dieser Dreifachform findet sich Hekate dann später am häufigsten und fast alle Statuen der Göttin stellen sie so dar. Solche Schreine und Statuen wurden besonders oft an Kreuzungen und an Orten des Übertritts aufgestellt. So zum Beispiel am Eingang der Akropolis von Athen oder beim Tempel von Apollo in Milet, wo sie den Eingang des Tempels bewacht. Bereits in der Antike wurden aber auch verschiedene Erklärungen für die Dreifachform von Hekate vorgeschlagen.
Pausanias meinte so, dass die Dreifachform die Herrschaft von Hekate über Land, Meer und Himmel symbolisieren soll. Während andere, wie Maurus Servius im 5. Jahrhundert vorschlugen, dass es Hekates verschiedene Formen zeigen soll. Er meinte, dass mit der Dreifachform primär Artemis, Luna und Demeter gezeigt werden sollen, die alle mit Hekate gleichgesetzt wurden. Und tatsächlich wurde Hekate auch von den Griechen häufig mit anderen Gottheiten gleichgesetzt oder zumindest mit diesen verbunden. Trios aus weiblichen Figuren sind ja in der griechischen Mythologie keineswegs selten, mit solchen wie den drei Mäuren, den drei Gorgonen, den drei Graien oder auch den drei Furien und weiteren. Die Trios, zu denen Hekate üblicherweise gezählt wurde, waren auf der einen Seite eine Gruppe aus Hekate, Persephone und Demeter. Auf diese weist auch die homerische Hymne hin, die alle drei zusammenbringt, und auch bei einigen Kulten für Persephone und Demeter tauchte Hekate als dritte Göttin auf. Dazu wurde sie auch mit anderen Figuren, die Persephone und Demeter nahestehen, direkt gleichgesetzt. So beschreiben es manche Quellen so, dass Hekate und Desponia, sowie auch Hekate und die eleusische Nymphe Deira, die gleiche Figur sein sollen. Das andere Trio besteht dann aus Hekate, Artemis und Selene. Diese beiden haben mit Hekate gemeinsam, dass sie ebenfalls mit dem Mond verbunden wurden und damit Göttinnen der Nacht und des Mondes waren. Die Dreifachform von Hekate könnte damit entweder Hekate zusammen mit Artemis und Selene oder mit Persephone und Demeter zeigen, die als Formen von Hekate verkörpert werden. Wie schon erwähnt, ist das aber nicht die einzige Erklärung für die dreifache Erscheinung der Göttin. Pausanias vermutete eben, dass es eher ihre Macht über die drei Teile der Welt zeigen soll. Und eine recht einfache Erklärung, die heute auch von den meisten Forschern akzeptiert wird, ist, dass die Statuen ja vor allem an Kreuzungen standen. Als Göttin der Kreuzung würde es einfach nur Sinn machen, dass Hekate in jede Richtung gleichzeitig gezeigt wird und damit so dargestellt werden muss, dass sie aus allen Richtungen zu sehen ist. Die Dreifachform wäre damit einfach nur eine Konsequenz daraus, dass Hekate dreimal um die gleiche Säule herum gezeigt werden sollte. Damit könnte sie in alle Richtungen gleichermaßen blicken. Egal aber, was nun der ursprüngliche Grund für die Dreifachform von Hekate war, diese Erscheinung verstärkte in der späten Antike die Ansicht nur noch mehr, dass Hekate mit zwei bis drei anderen Göttinnen gleichzusetzen ist. Dass sie eben zu einem Trio von Göttinnen gehört und als Form von Demeter und Persephone, als Unterwelt- und Fruchtbarkeitsgöttinnen zu sehen ist oder als eine Form von Artemis und Selene, als Mondgöttinnen. Besonders das letzte Trio aus Hekate, Artemis und Selene wurde über die Zeit auch sehr einflussreich. Hekate erhielt dadurch besonders stark den Charakter einer Mondgöttin, eine Rolle, die anfangs weit weniger wichtig gewesen zu sein scheint. Aber es wirkte sich auch auf die anderen beiden Göttinnen aus. Besonders Artemis, meist unter dem römischen Namen Diana, erhielt im Mittelalter dadurch die Eigenschaft, dass auch sie mit einer Schar von unheimlichen Geistern und Dämonen umherziehen soll. Ein Motiv, das sich im Mittelalter auch mit der wilden Jagd aus der germanischen Mythologie vermischte. Schließlich wurde daraus sogar ein Motiv des Hexenglaubens der frühen Neuzeit. Hexen sollen mit Diana nachts umgehen und mit der Göttin reiten. Und auch heute noch wirkt sich vor allem das Trio der Mondgöttinnen auf Hekates Wahrnehmung aus. Tatsächlich wird Hekate heute wieder mehr verehrt, als es seit der Antike der Fall war. Denn heute ist sie eine zentrale Figur in der Wicca-Bewegung. Wicca ist eine moderne religiöse Bewegung mit vielen neuheidnischen Elementen, deren Mitglieder sich oft als moderne Hexen verstehen. Und häufig wird Hekate von den Wicca als große Göttin verehrt und als weibliches Gegenstück zum gehörnten Gott, dem wichtigsten männlichen Gott der modernen Hexen. Auch bei den Wicca spielt die Dreifachform von Hekate eine wichtige Rolle. Sie wird symbolisch für den Verlauf des Mondes gesehen und für den Lauf des Lebenszyklus. Eine Form stellt die junge Frau dar, die zweite die erwachsene Frau und die dritte stellt die alte Frau dar. Zum Teil ist es auch so, dass Hekate speziell als Form der alten Frau gesehen wird. Diese Aspekte der Symbolik von Hekate sind allerdings eher modern.
Historisch war Hekate zwar eine Mondgöttin, aber die Dreifachform wurde nicht mit dem Verlauf des Mondes verbunden. Der Verlauf des Mondes und ebenso das Konzept von Mädchen, Frau und Greisin als Lebenszyklus wurde von den Griechen eigentlich einem anderen Trio zugeordnet, den Moiren. Die Schicksalsgöttinnen sind es, die in der griechischen Mythologie häufig als Mädchen, Frau und Greisin auftreten und damit den Verlauf des Lebens symbolisieren. Die Übertragung dieser Eigenschaften der Moiren auf Hekate wurde erst von Robert Graves in seinem Buch The White Goddess in der Moderne populär gemacht. Darin vermutete er hinter Hekate ein uraltes weibliches Trio von Göttinnen, die seit der tiefsten Urzeit verehrt werden. Für diese Hypothese aber brachte Graves keinerlei Quellen oder Argumente vor. Es war am Ende einfach nur ein Gedanke, den er eben hatte und den er unbegründet vorstellte. Aber die Idee wurde eben in einigen Kreisen recht populär und setzte sich damit unter anderem auch in so manchen neuheidnischen Bewegungen wie Wicca mehr oder weniger stark durch. Auf diese Weise ist Hekate heute wieder für viele eine relevante Gottheit, aber zugleich veränderte sie sich auch. Was aber bei Mythen und Sagen und auch Göttern stets der Fall ist. Wann immer Götter und andere Figuren der Mythologie neue Popularität erlangen, werden manche Elemente neu erfunden, übertragen, hinzugefügt oder weggelassen. Eben ganz so, wie es zur aktuellen Kultur und der jeweiligen Bewegung am besten passt. Die moderne Hekate der Wicca ist eben ihre eigene Göttin und nicht unbedingt die Hekate der antiken Griechen. Und damit verabschiede ich aus diesem Video zur griechischen Mythologie und der Göttin Hekate. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zum Video und eure Vorschläge fürs Thema weitere Folgen in die Kommentare schreiben. Und ich sage noch vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos ermöglichen. Und tschüss YouTube, bis nächsten Mal zu einem weiteren Video zu Mythologie, Literatur und Lore.